Was geht's? Wir sind bei der Drachenlord Lügen Compilation Nummer 6, gerade schon die Nummer 5 gegeben, war einfach wieder sehr, sehr Bist du am köstlich. Arbeiten, Ich ne? bin leider noch am Arbeiten, ne? Ja, das stimmt. Schaut bei React vorbei, wir gehen rein, let's go. Und ich stehe ganz alleine hier gegen all diese Bin das Menschen. höchste Wesen, was es gibt. Ja, hier ist schon wieder Winkler. Ne. Ich habe vor gar nichts Angst. Wo was soll ich denn Angst haben? Vor den Hatern? Der Witz ist gut. Das ist eure Art, mit jemandem umzugehen, der Angst ums Leben hat, ja? Wenn 15, 20 Mann hier stehen, vorhin schon das Gleiche. Heute Nacht hätten sie mal fast die Hütte abgefackelt. Winkler, wer sonst? Das ist die Wahrheit. Winkler, wer sonst? Sind falsch informiert. Na, die Hater glauben alle, dass ich heute ausziehe. Stimmt aber nicht. Das habe ich so auch, glaube ich, nie gesagt. Dass ich am 5. ausziehe. Das habe ich so nie behauptet. Hast du. Nee, hast das nicht du selbst gesagt mit dem 5.? Ich glaube mich zu erinnern, dass mein genauer Wortlaut war bis zum 5., nicht am 5. Und ich hab nie behauptet, am 5. ausziehen zu müssen. Und da ist wieder dieses Aussagen rumdrehen und hey, da kann sich doch eh keiner erinnern, ich sag das jetzt einfach so und so. Aber das Gute ist, es gibt halt Aufnahmen, Rainer, wo man das einwandfrei beweisen kann. Du dreckiger Lügner. Ich habe nie, ich habe mich davor, ich habe mich deutlich davor gehütet, zu behaupten, wann ich ausziehe. Natürlich genau wegen solchen Aktionen. Aber die Hater haben natürlich mehr verstanden. Oh, er hat 5. gesagt. Ja, und die Woche drauf ist ja dann schon Weihnachten bzw. Heiligabend. Genau. Und dann muss ich ja auch schauen, wie das mit dem Umzug bis dahin weitergeht, weil am 5. muss ich ja raus sein. Und Am 5. muss ich hier raus sein. Und der 5. ist ja auch schon Mittwoch in 3 Wochen. Ganz ehrlich, das ist wie ein Affe im Käfig. Wie ein Affe im Käfig. Ich meine, gut, ich sitze hinterm Zaun, aber die Hater checken nicht, dass sie eigentlich die sind, die eingesperrt sind. Ja, wir sind eingesperrt und wollen eigentlich in die Schanze. Ach Mann. Ich wollte nicht labern bei WWW, einfach da für die Nostalgie. Nein, aber wirklich, Rainer, wir sind alle ausgesperrt oder eingesperrt. Wir wollen eigentlich alle zur Schanze. Ja? Wir können nur in der ganzen Welt rumlaufen und unser Leben leben, aber wir können leider nicht in die Schanze. Mensch, das ist aber auch wirklich blöd. Ah, oh, Mann, Weil die sind hier oben eingesperrt. ey. Und das ist das, was in den Raffen. Rainer, mit deinem IQ bist du da oben am meisten eingesperrt. Eine Tür, ein Gitter, ein Käfig, ein Zimmer, eine Wand, das sind alles Sachen, die sperren mich nicht ein. Das sind Sachen, die sind. Es ist nicht möglich, mich einzusperren. Weil solange ich das hier habe, bin ich nicht eingesperrt. Ich muss tatsächlich sagen, nach den Gerichtsterminen finde ich es halbwegs glaubwürdig, wenn er sagt, man kann mich nicht einsperren. Das ist, irgendwas ist da, wie gesagt, irgendwas, keine Ahnung, ob es das Winklerglück ist, aber irgendwas läuft da nicht richtig. Trotz der ganzen Aktionen der Hater in den letzten Jahren habe ich mich nie eingesperrt gefühlt. Warum auch? Ja, eine Tour wäre gut für dich. Mal ein bisschen durch die Gegend cruisen. Ja, es ist nicht nur das Rumcruisen. Es ist auch generell einfach die Tatsache, dass ich einfach mal gerne unterwegs sein möchte. Ich bin die letzten Jahre hier regelrecht eingesperrt gewesen. Ich bin früher gerne unterwegs gewesen. Ich bin gerne mal einfach mal, keine Ahnung. Einfach mal zum Bodensee gefahren oder einfach mal irgendwo anders hin mit Freunden oder so oder auch mal alleine in der Fränkischen Eigentlich immer nur alleine, Rainer, und wahrscheinlich auch mal kurz vor der Tür gegangen, mehr auch nicht. Schweiz war ich früher öfter mal so mit 20, 25 rum, aber das ist alles Vergangenheit, weil wie ich dann 26, 27 wurde, sind dann die ganzen Hater bei mir vor der Tür gestanden und es wurde dann in den letzten Jahren so schlimm, dass ich die letzten 2 Jahre so gut wie gar nicht aus dem Haus gekommen bin. Ich bin eingesperrt. Kann halt auch nur Rainer. Ne, sich wieder selbst widersprechen. So dämlich. So dämlich.
Schön. Nein, aber ich wirklich ganz viel Liebe an React oder an diejenigen, die sich da wirklich diese Arbeit machen und diese einzelnen aus... Hier möchtest du gerne Geschlechtsverkehr haben oder allgemein vielleicht irgendwelche großen Wassertiere irgendwie. Ja, das würde ich auch eine nice Sache finden. Nein, aber wirklich ganz viel Liebe an React oder an die Leute, die sich wirklich diese Mühe machen, diese utopisch vielen Streams und Aussagen durchzugehen, nur um Rainer mal wieder beim Lügen vorzuführen. Wirklich sehr, sehr ehrenhaft. Schlimm, nein, ist es nicht. Und Dan, lasst solche Sprüche. Sowas, auf sowas reagiere ich hochallergisch. Da könnte ich echt kotzen, wenn ich solche Sprüche höre. So, sagt der Frau, ja, sie ist lesbisch, sie hat kein Interesse an einem Mann. Dann kommen Männer daher und sagen, ach, keine Sorge, ich sorge schon dafür, dass du wieder hetero wirst. What? Ich bin da. Lebe. Oh ja, dann kannst du mir das hinblubbern. Na, ein bisschen höflicher Drache, ein bisschen mehr... Okay, dann kannst du mir noch einen blasen. Bitte, lass solche Sprüche. Sowas, auf sowas reagiere ich hochallergisch. Da könnte ich echt kotzen, wenn ich solche Sprüche höre. Das würde ich ja gern wissen, Joker, was du da beim Rainer angestellt hast, dass du Mod geworden bist. Das muss ich dann auch mal probieren. Bin ich vorbeigekommen, hat mir einen geblasen, hat sich ficken lassen, passt. Wirklich, überleg mal. Selbst wenn es nur ein Spaß von Rainer sein soll, das ist eine random Frau. Du hast zu der keinen richtigen Kontakt, ein bisschen vielleicht über Discord, Teamspeak, was auch immer. Und dann sagst du solche Sachen, Alter. Es ist wirklich so maximal ekelhaft, dieser Typ. Wirklich. Es ist wirklich, es klappt sich alles in mir hoch. Es ist wirklich, ich werde auch schon wieder endmet. Ich muss schon wieder aufpassen, was ich hier sage. What? Lass solche Sprüche. Auf sowas reagiere ich hochallergisch. Ja, Drache, gib mir noch ein bisschen Zeit. Das ist wirklich so ein ekelhafter Mensch. Wirklich, es kommt mir hoch. Bist du gerade gekommen? Nö. Dafür fehlt mir zu viel Eisen. Lass solche Sprüche, auf sowas reagiere ich hochallergisch. Bist du rasiert unten, Herbing, ein Drachenlord. Wow. Jetzt sind wir ganz unten angekommen. Ja, da siehst du dir Schambereich. Ja, gelegentlich. Kommt immer drauf an, ob ich Freundin habe oder nicht. Boah, mir jucken die Eier, ne? Ich hab mir heute die Eier rasiert, jetzt juckt das alles. Ob ich unten rum rasiert bin, ist definitiv keine normale Frage. Junge, diese Fresse. Oh mein Gott, ich habe hier ganz viel Emote-Material, das sage ich euch. Ich habe hier ganz viel Emote-Material. Moin Drache, was hast du so im neuen Jahr vor? Mit onanierend nackt durch die Stadt rennen. Blöde Frage, blöde Antwort. Lieber Arsch oder Brüste? Das ist eine coole Frage. Und eine vernünftige Frage vor allem. Das ist immer schön, dass meine Fragen auch so gestellt werden. Welches Haustier würdest du dir gerne mal holen? Nein, das geht dir nichts an. Ist eine sehr seltene Gattung des... was willst denn du von mir? Sehr freundlich. Oh du, ich hätte durchaus freundlicher sein können, wie zum Beispiel halt zum Haus geht dir nichts an. Ja. Sympathisch, sehr sympathisch. Und da war auch sein Müllhintergrund auch wieder sehr toll. Ich bin's schon wieder, hallo. Wir haben 6 Leute insgesamt hier. Einer ist alleine gekommen, oder zumindest sah es so aus. Und 5 weitere sind noch dazu. Also jetzt sind aktuell 6 Stück von meinem Haus. Schreie hier rum, mache hier einen üblichen Terz, schreie rum, einmal am Tor reißen sie rum. Das Übliche. Gut. Ja, das merke ich bei mir auch. Gut, danke. Ade. Wenn ich sie direkt erwische, ja. Gut, danke. Ade. Jetzt war ich wieder nicht gemutet. Die sind bis gerade eben die ganze Zeit auf der Straße gestanden, haben nicht einen einzigen Fuß auf mein Grundstück gesetzt, so vor dem Tor. Oder mein Grundstück ist es ja inzwischen nicht mehr. Nein, ich lass dich nicht ausreden. Du brauchst wahrscheinlich nicht meine Brille. Du trägst die Brille nur, damit du ein bisschen in die Legende wirkst. Tust du aber, du machst nicht.
das sieht auch so scheiße aus. Und da ist wieder dieser Hintergrund. Ah, es, ich kriege Augenkrebs von diesem Hintergrund. Brennschlange, du hast doch die ganze Zeit immer die Fresse groß, ne? Weißt du, Brennschlange, an deiner Stelle würde ich die Fresse nicht so weit aufreißen. Jetzt in Zukunft so machen, wenn ihr rumrülpst, ich werde immer weniger anmachen. Jetzt habe ich die Cam ausgemacht und wenn weiter rumgerülpst wird, mache ich auch das Spiel aus. Dann könnt ihr euch bei dem beschweren, der die ganze Zeit am Rumrülpsen ist. Aber Rainer, es hat keiner gerülpst. Natürlich hat jemand gerülpst. Wer soll, was soll denn sonst gewesen sein? Das wird mir zu blöd, ich gehe dann mal. Ciao. In der Jahrung verpiss dich. Wenn ich gesehen hätte, wer das gewesen ist, dann hätte ich den rausgehauen. Weil so Schweine brauchen wir hier nicht, Alter. Wenn ihr keine Erziehung genossen habt, Alter, dann geht und fickt eure Eltern, Alter, ganz ehrlich. Leute. Wenn ihr keine Erziehung genossen habt, ja, dann geht doch und fickt eure Eltern. Hä? Ist doch ganz normal. Also, wirklich, ich hab's ja jetzt schon erwähnt, ne, Rainer ist die ganze Zeit eklig und am Rumrülpsen, ne, aber wenn's andere Leute machen, ist das natürlich ganz schlimm und oh, keine Erziehung genossen, bla bla bla. Aber die Grundaussage mit den Eltern, ne, das ist natürlich, ja, mal wieder ein winklerisches Meisterwerk. Ist doch ganz logisch. Verstehe jetzt das Problem nicht. Aber wir haben sie. Ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Ich sag jetzt einfach mal, das war der Stuhl. Ganz ehrlich, ich würde mich schämen vor meinen Eltern und vor allen Menschen, die vor mir gelebt haben, die soziale Intelligenz besitzen und sich sozial verhalten haben. Wenn man sich so assoziiert. Soll ich dir die 10.000 Videos mal aufrufen, wo du schon gerülpst, das war gerade Scheno. Soll ich dir mal die Videos aufrufen, wo du schon gerülpst hast, wo du dich benommen hast? Ja, und was mach ich, Alter? Und was mach ich, du Arschloch? Ey, lieber Arschloch, einen der Inhalt, du Fotze! Ich entschuldige mich hinterher, du Hurensohn. So macht man es nämlich. Hurensohn, ich hab's mit... Ich entschuldige mich hinterher, du Hurensohn. Ja, nice. Respektvoller Umgang ist wichtig. Sehe ich ganz genauso. Lernt halt die Fresse. Wenn du mal auf den Sack gehst, fliegst du raus. Ganz einfach. Wollen sich immer als solche intelligenten Übermenschen. Halt deine hässliche Fresse. Wenn du dir keinen Jobs leisten kannst, dann such dir einen. Halt deine. Oh Mann. Leute, was soll ich sagen? Wunderbares Video von React. Schaut gern vorbei. Unglaublich. Wirklich. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr keine Erziehung genossen habt, ihr wisst es, geht zu euren Eltern und, ne, wisst Bescheid. Noch nie so einen Müll gehört, Junge.